Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von GTA Online mit dem Casino DLC. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mrs. Baker hat mittlerweile schon wieder angerufen. Wir können eine neue Mission machen. Das heißt, neue Folge, eine neue Mission für das Management vom Casino. Los geht's. Casino. Skrupellose Verhandlungen. Mrs. Baker begleitet den Casinobesitzer und den Casino-Manager zu den Verkaufsverhandlungen. Mit den Duggan Investment Trust sei auf aggressive Verhandlungsmethoden gefasst. Ni hao. Oh, hey. Good to see you. Listen, Mr. Cheng has agreed to a meeting with the Duggan family. I'm worried. It's a very complex situation. They're clearly not above some fairly heavy tactics. And given the dubious nature of the Cheng's fortune, I can't really ask for help. Can you come with us? Thank you. Let's party! 这些小兵赏我是好笑吗？我要送他们天涯丸，天涯丸！ It is the strangest thing. Ever since he tried new personal trainer fella, he's very excited, very angry, lots of exercise. Oh, Jesus, a juiced up meth head and an angry pair of Texans. Debbie, can you have two cars brought around front and make it quick? Das kann ja was werden. Wir haben ein Treffen mit den Texanern. Und das kann, denke ich mal, nicht wirklich gut enden. Oh, jetzt lassen wir die erstmal kurz reden. Ja, nicht so aggressiv, Junge. Mr. Cheng laments their methods. They have been very aggressive, very dishonest, a hostile takeover, with dirty tricks. They were behind all the bad behavior at the Diamond Resort, except for Mr. Chang's. 他妈的！我们该毙了这只家伙！告诉他们！ Mr. Cheng is expressing his frustration. They are very heavy-handed. 出总要多久？我坐不住了，我想做些深蹲。耐心点，当我们到了。 你就可以下去跑一跑。我现在拳头好硬。The trainer Brucey, he said he would work on Mr. Cheng's mind and body. So far, it's just high-intensity training, lots of performance-enhancing drugs, and very little mindfulness. Fuck mindfulness! You see, he is very angry. These bullshit pills, they're worse than the crank. Fast. Rammt ihr mir das Auto rein? Oh Gott. Mr. Cheng is very excited. It is very important meeting. If we can persuade them the casino is not for sale, maybe they will go away and leave us to exploit Natürlich. Gambling and alcohol addictions in the name of entertainment in peace. Yeah. Okay, die haben jetzt die Hälfte fast der ganzen Strecke nur zugequatscht, unsere kleinen Chinesen. Und die denken noch nicht wirklich, dass die einmal zu den Texanern... Was, wie fährt denn der? Was ist das für ein Spaß? Der rammt uns schon die ganze Zeit weg. Das kann ja was werden mit den Missionen. Mit dem... Oh Mann. Ja, und die Chinesen denken wirklich, die können sagen, das Kino... das Kino, sorry, schon das Casino. Steht nicht zum Verkauf und die lassen die in Ruhe. Bezweifle ich, glaube nicht nur ich. Oh, was macht denn der Typ da? Meine Güte, ey. Ja, das ist kein Rennen, ne? Müsst ihr nicht einmal an die Stoßstange knallen. Ja, was wird denn das? Kannst du nicht mal ein bisschen Abstand halten? Also geht er mir auf den Sack. Alter, das ist ein Typ, ey. Oh Mann. Ja, dann kann den Berg ja schon hochfahren. Ich fahre den ordentlichen Weg. Zumindest da, wo man ordentlich fahren kann. Ja, wir fahren jetzt hier hoch. Wenigstens ein paar Minuten runter vor dem. Ah, it's up here. We are almost there. Die müssen ja sowieso auf uns warten. Könnte man ja noch langsamer fahren. Oh Gott. Der
hat das Ziel alarmiert. Oh, das tut weh. So, jetzt fahren wir nochmal über 6 Kilometer und dürfen das Gequatsch uns jetzt nochmal anhören. We are meeting Avery and Thornton Duggan, Texan investors. They have been trying to buy the casino. When's that? So, ich hoffe, der lässt uns jetzt mal in Ruhe. Oh, nicht im Gegenverkehr. Oh, Lamia, die Leute dort. Oh. Ist doch schon wieder hinter uns. Except for Mr. Chang's. Was krachen wir hier irgendwo rein? Ich glaube, da ist schon irgendwo reingekracht. Das ist nicht mal hinter uns. Ach. He said he would work on Mr. Chang's mind and body. So far, it's just high-intensity training, lots of performance-enhancing drugs, and very little mindfulness. Fuck mindfulness! You see, he is very angry. These bull shock pills, they are worse than the crank. 你在说什么? 我很好啊。没事。That's how we roll, bitches! Mr. Chang is very excited. It is very important meeting. If we can persuade them the casino is not for sale, maybe they will go away and leave us to exploit Americans' gambling and alcohol addictions in the name of entertainment in peace. Yeah! So, und die denken immer noch, dass sie einfach bloß Sachen brauchen. Das Casino ist nicht zu verkaufen. Ich frage mich gerade, wo der Kollege ist. Wow, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Hat keiner gesehen. So. Na, wenigstens kracht uns jetzt die ganze Zeit ins Auto. Die erste Runde war ja doch relativ nervig. Statt Abstand zu halten, jedes Mal ins Auto reingeknallt. Wenn der dann mal so abgeht, wenn es hier wirklich dann hart auf hart kommt, dann ist das ja vollkommen in Ordnung. Aber das war ist ja gerade mal die Anreise zu dem Gespräch. Und dann tut er irgendwie die Wachen alarmieren. Wer weiß, was er gemacht hat. So, selbst hier in die Steinbrückenwand hat er uns reingedrückt. Naja, sagen wir mal so. Und jetzt hier in der Kurve hat er uns auch reingedrückt. So, ich glaube, hier kann man hochfahren. Genau, dann fahren wir hier auch mal hoch. Zack. So, holen wir kurz aus. Ah, it's up here. We are almost there. Zack. Da hinten kommt er. Da hinten kommen sie. So, dann sind wir jetzt als erstes da. Ein bisschen Zeit. Ja, und können uns dann schon mal vom Kopf her auf diese Mission vorbereiten. Ja, machen wir mal. Ich hoffe, der rammelt jetzt hier nicht wieder wie so ein Begaster durch. Helft dein Team, die Rezepte abzuliefern. Let's wait for Miss Baker before going into the meeting. Ja, machen wir doch. Weil jetzt müsste der Eifel ankommen und dann müsste es eigentlich weitergehen. Jetzt mach langsam, Zitrönchen. They're here. They're waiting for you out on the terrace. If you want to follow me. Jesus, I can see what all those private military investments have got them. So glad you could come to the vineyard. A little Cabernet? No. You want to do burpee? Excuse me, son? You want to do burpee? Box? What? You got a problem? Neither me nor my nephew have a problem that I'm aware of. We love China. Always have. Ever since I ate my first egg roll. Well, you see, I never liked eggs. And an egg roll don't have eggs in it. I thought to myself, I like China. I just did. What my uncle is trying to say is... Excuse me. I was not finished. Excuse me, sir. It's not a problem, Thornton. Well, now, boy, you're gonna sell us your casino. Don't get no confusion about that. See, I want it, so all we're here to discuss is a fair price. 这他妈的混蛋，以为自己在乎谁？我看起来像他妈妈，像吗？像吗？ Mr. Chang's very sorry, but casino's family business. Well, not for sale. You boys are making a very big mistake.
Thornton, will you excuse us for a moment? And why don't you take Miss... It is Miss, ain't it? Yeah. Miss Agatha Baker, and show her the expansion proposals we were discussing. Okay, Uncle. I think I should stay. I strongly advise that you should leave. This is significantly above your pay grade. Very good. Just follow me, Miss. What was that? A ball buster. I don't know. Anyway, Mr. Chan, I'm gonna lay my cards on the table. I don't give two fucks about who your family is or how many ninjas you got up your sleeve. Am I making myself clear? Tamada Shusea! Shusea! Where I come from, you don't get to pull a gun unless you're willing to use it. But maybe you do things differently in your parts. Now, when I return, we will continue this conversation as gentlemen. On second thought, I ain't a gentleman. Shoot the bastard! Das war doch klar, das war doch klar. Diese kleine hinterlistige Arsch. Helikopter, na sehr schön. Da kommt eine ganze Riege. Wow, von rechts kommt's auch, von rechts kommt's auch. Leute, von rechts. Und noch ein Helikopter. What the fuck? Was geht denn hier ab? Oh, das geht jetzt... Boah, das geht so schnell. Okay, wir sind zu dritt an einer Stelle. Headshot, perfekt. Boah, ich werde schon wieder beschossen. Ja, wie viele kommen denn hier noch? Gut, dass wir zu viert sind. Ich glaube, zu zweit ist das ja unmachbar. Oder ist das abgestimmt? Dann glaube ich nicht. Oh, von hinten. Jetzt kommt hier noch von hinten. What the fuck? Und noch ein Helikopter ist zu sehen. Die kommen hierher. Stirb! Sehr gut. Hier kommen noch mehr. Aua! Warum werde ich mir mit einer Bombe beschossen? Ja, jetzt kommt die Verstärkung endlich. Jetzt kommt die Verstärkung endlich. Wir sind in der Schießerei, Mensch! Was? Wie viele kommen denn noch? Eigentlich sind wir zu viert. Ohne Scheiß. Wenn hier zu zwei sind, da drüben ist einer alleine. Der ist gerade gestorben, glaube ich. Stirb. Oh, wir haben kein Teamleben mehr. Es darf jetzt keiner mehr sterben. Schalt den Rest aus. So, mein Freund. Bleib unten liegen. Das ist dein Bestes, was du machen kannst. Okay, die haben ausgeschaltet. Bisschen Kleingeld noch mitnehmen. Und jetzt aufpassen, sollte das kein Problem sein. Der ist erledigt. Okay, die kommen sich schon. Oh!
Kommen Sie schon. Da rennt er mir hinter das Auto. Das ist halt ein Teammate überfahren. Da rennt mir hinter das Auto. Nein. Oh, wir waren so weit. Es war nur noch ein Gegner, glaube ich. Sorry. I didn't see you, man. Ein Teammate gekillt. Oh, Meier. Ja, war so schön mal. Ich wollte das nochmal machen. Sorry, man. Quatscht man jetzt nicht so viel im Chat hier. Konzentriert euch lieber. Ich bin rückwärts gefahren und da war plötzlich hinter mir. Man sollte vielleicht doch vorher erst zurückfahren. Oh, das war keine böse Absicht. Kennst du mal Übersetzer? Übersetzer, geh weg. Mr. Tao Yang, oder wie er hieß? Yang, genau. Cheng. Könnten Sie bitte in Deckung gehen und einfach mal außer Reichweite bleiben? Dankeschön. Da, oh, noch ein Helikopter. Willst du mich verarschen? Wie viele Helikopter kommen denn? So, das ist auch erledigt. So, da rennt noch einer. Jetzt kommt eine ganze Rüge davon, von hier hinten. Wir sollten gleich in Deckung gehen. Das ist hier. Oh Mann. Lass es. Was denn jetzt? Kein Leben mehr, warum? Jungs, wir sind zu viert. Wir haben es doch gerade so weit geschafft. Gut, das erste Mal ist mein Fehler gewesen. Habe ich das eigene Teammate überfahren? I'm so sorry. Habe ich es nicht jetzt in dieser Runde nicht einmal gestorben? So, kommt jetzt. Reißt euch zusammen, dann schaffen wir das auch. What? Ich wiederhole dieses Wort nicht. Ein sehr unnötiges Wort, was im Chat steht. Bin gleich wieder tot. Keine Leben mehr. Oh Mann. Ob das da heute noch was wird, ich weiß es nicht. So, die Mission wurde hier eindeutig abgebrochen. Gut, dann würde ich sagen, versuchen wir es doch einfach nochmal in der nächsten Folge. Ich bin immer noch sprachlos. Ich wollte das eigene Teammitglied einfach nicht überfahren. Ach, der war einfach da. Ah, Mann. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Wenn du sie ist, lasst doch bitte einen positiven Daumen nach oben. Dann wer es noch nicht gemacht hat, auch gerne ein kostenloses Abo. Damit unterstützt mich und meinen Kanal. Würde mich riesig freuen. Ansonsten sehen wir uns dann in einer nächsten Folge von GTA Online wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.